Nachhaltigkeit wird von den Menschen nicht dann verstanden, wenn irgendwo eine Plakette angeheftet ist, auf der draufsteht so und so viele Nachhaltigkeitspunkte. Dieses sich selbst erklären und dieses Lust auf das Gebäude machen ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss die Jury natürlich die wissenschaftliche, die fachliche Untermauerung überprüfen, ob denn beispielsweise Dinge wie ein Energieverbrauch, ein Versauerungspotenzial, verkehrliche Erschließungen etc. der Kriterienliste des Wettbewerbs auch genügen. Aber ganz am Ende wird immer so entschieden, dass ein Gebäude, das aus sich heraus überzeugt, unter Einhaltung all dieser Kriterien gewinnt. Und nicht eines, das ganz toll alle Kriterien spitzenmäßig einhält, wo aber eigentlich keiner reingehen möchte. Das waren früher zwei Bürogebäude, das Westend-Duo wie der Opernplaza, die völlig isoliert dort in der Stadt standen. In beiden Fällen sind es Hochhäuser, die einmal für Hochhäuser auch einen enorm hohen Standard eben an energetischer, also an einer Verringerung des energetischen Bedarfs beinhalten. Darüber hinaus, und das ist ja immer bei dem Award hier das Entscheidende, auch andere Komponenten eben sehr stark thematisiert haben. In dem Fall ein bisschen diese soziale Nachhaltigkeit, sprich Integration in die Stadt. Einmal mit dem Sockel, der eben Läden aufnimmt, im Falle des Opernplazas, auch städtebaulich den Opernplatz in Frankfurt wieder fasst. Und beim Westend-Duo kam noch hinzu, dass dort eben auch mit Wohnungen integriert worden sind. Beides Dinge, die noch keineswegs üblich und Standard sind, aber beides Dinge, die im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit, die Integration in die Quartiere und damit auch die Nachhaltigkeit der Quartiere selbst und des Standortes von erheblicher Bedeutung für die Zukunft sind. Maidan ist genau der von mir vorhin erwähnte Mix, der in sehr überzeugender Art und Weise nicht nur wissenschaftlich messbare Kriterien wie Energieeinsparung, Lichtqualitäten und anderes transportiert, sondern in allerhöchstem Maße soziokulturelle Kriterien. Man biegt quasi um die Ecke, denkt, man hat ein Shoppingcenter vor sich und was man sieht, sind viele ältere Frauen und viele kleine Kinder, die schreiend und rasend mit ihren Radlrutschen und Fahrrädern über einen mit Wasserspielen benetzten Platz rennen. Während in geradezu alter Tradition, marktplatzartig, die Menschen, die Mütter, die Omas und Opas dort sitzen und ihren Informationsaustausch haben. Und dass man mit einem Shoppingcenter so etwas induziert, genau in diesem Kulturkreis, wo das mit vielen, vielen Neubauten verloren gegangen ist, das ist eine überzeugende soziokulturelle Qualität. Was die Standards anbetrifft, einer nachhaltigen Energieversorgung, tatsächlich noch ein sehr seltenes Ereignis ist, das müssen wir leider konstatieren. Das war natürlich ein Punkt, der uns an der Halle ganz besonders gefallen hat. Es kamen aber einige andere Aspekte hinzu. Sie ist im Inneren extrem flexibel aufgebaut, hat eben dann diesen hohen energetischen Standard und verbindet das zudem noch mit einem erstaunlich guten Design, was dem ganzen Ort da in diesem Gewerbegebiet eine richtige Adresse verliehen hat und sicherlich auch zu den schönsten Gebäuden, die SMA da gebaut hat, überhaupt gehört. Und all das in der Summe hat uns überzeugt. Heute ist ja jeder irgendwie grün, ne? Es gibt Greenwashing und es gibt die Simulanten und die anderen. Wenn wir aber unsere gebaute Umwelt verantwortlich bauen wollen, dann brauchen wir nachvollziehbare Kriterien, die fachlich, wissenschaftlich untermauert sind. Und genau diesen Teil, den liefern Gebäudezertifikate. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass es vielen Unternehmungen wichtig ist, dass ihre Gebäude ein Zertifikat haben, weil sie damit auch etwas ausdrücken wollen, nämlich soziale Verantwortung und Verantwortung für die Umwelt. Das ist toll. Ich sage nicht ohne Kritik, dass es in unserer Gesellschaft vielleicht schade ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass man ein großes Maß an Anstand verliert, um ihn jetzt in großen Konferenzen unter der Überschrift Corporate Governance wieder einzuführen. Aber es ist eben mal so passiert in den vergangenen Jahrzehnten. Dass Unilever eben auch eines der wenigen Beispiele ist, das ich kenne, wo man eine ganz große Unternehmenszentrale, immerhin arbeiten in dem Gebäude ja weitaus mehr als 1200 Mitarbeiter, sich entschlossen dazu hat, auch die Erdgeschossetage zu öffnen für das Publikum, indem es seine Produkte dort unten anbietet, aber auch ein bisschen gastronomischen Service mit anbietet und das zu einer Belebung und auch Integration dieses Atriums in den öffentlichen Raum der Hafen City beiträgt. Und die Summe dieser vielen Anstrengungen, die dort unternommen worden sind, die haben uns sehr überzeugt und ich glaube auch, das ist nach wie vor
eine wirkliche Besonderheit an dem Gebäude, die Öffentlichkeit, die zugelassen wird, aber auch die herausragenden Arbeitsbedingungen, die den Mitarbeitern dort geboten werden im Hinblick auf Kommunikation, aber eben auch tatsächlich einen stillen Komfort am unmittelbaren Arbeitsplatz. Heute ist es sehr, sehr wichtig, dass diejenigen, die diese Verantwortung wieder übernehmen, zurück zu einer moralisch begründeten Angemessenheit ihres Tun kommen, dass sie sagen, wir wollen das auch in unserer Verantwortung gegenüber der gebauten Umwelt wahrnehmen und wir wollen es auch demonstrieren in einer Beispielfunktion.